Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir feiern hier heute Geburtstag und zwar von Lia. Lia ist heute 4 Jahre alt geworden. Die Zeit ist so schnell rumgegangen. Sie ist jetzt noch im Kindergarten. Serki holt sie jetzt aber ab und ich habe hier schon so ein bisschen was vorbereitet. Der absolute Fail überhaupt ist ja, dass Lia ihr Geburtstagsgeschenk letzte Woche leider schon entdeckt hat, und zwar ihr neues Fahrrad. Sie hat ein Fahrrad von Pucki bekommen. Und Serki hatte das im Anhänger versteckt, aber sie hat in den Anhänger reingeguckt. Ja. Schade Schokolade. Aber ist nicht so schlimm, sie hat hier noch 2, 3 Geschenke. Und zwar bekommt sie ein Spiel, einen Picknickkorb und eine Kamera, die echte Fotos machen kann. Und hier ist noch ein Kleid. Haben wir so ein bisschen zurechtgemacht hier, ein bisschen geschmückt. Und Torte gibt es auch noch. Oh, da gehen wir mal hier rüber. Hier haben wir die Benjamin Blümchen Torte schon vorbereitet. Und Serki sagt gleich Bescheid, wenn er hier die Straße reinfährt. Dann spielen wir Happy Birthday Musik ab. Und wenn sie reinkommt, überraschen wir sie einfach hier mit der Torte. Müssen wir gleich noch anzünden, die Kerzen. Und ich habe hier auch noch so eine Bibi und Tina Torte, falls die nicht reichen sollte. Für Elia mache ich hier noch kurz Brei warm. Ich hatte gestern Kartoffel, Zucchini und Möhre. Oh nein, was ist passiert? Hallo Mausi! Sie hat hier gespielt und dann... Oh Mausi! Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich glaube, sie hat auch Hunger. Hier, jetzt lacht sie. Oder ist sie mit ihrem Mund gegen das Spielzeug gekommen vielleicht? Gegen das? Ja. Dieses kleine Ding hier? Ich muss jetzt eh stillen. Nee. Einmal stillen vorher und dann gibt es einmal Brei, okay? Ja. Ja. Essila füttert jetzt Elia mit Brei. Ja, sie mag Brei richtig gerne. Den Löffel musst du irgendwie ein bisschen mehr in ihren Mund. Sie leckt das hier. Ja. Genau. Schmeckt? Ja, anscheinend. Ein Spiel. Das hatten wir mal. Ja.
Ja, für Foto machen. Für Picknick machen. Picknick. Cool. Ja, Abla, mach mal auf. Dann können wir mal reingucken. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Damit können wir ihr was kaufen. Dann kann sie sich Süßigkeiten kaufen. Ja, Lia, dann kannst du den Candy kaufen. Okay. Guck mal, Lia, wollen wir mal reingucken? So, wir haben jetzt hier ein bisschen Geburtstag gefeiert. Wir haben Spiele gespielt und ich habe jetzt Elia in ihre Wippe gelegt zum Schlafen. Habe ein paar Pakete ausgepackt, unter anderem ganz, ganz viel für die Reiseapotheke. Ich werde euch das aber detailliert gleich nochmal zeigen oder vielleicht auch erst morgen, wenn ich die Sachen quasi in diese Tasche eingepackt habe, dann zeige ich euch, was wir alles mitnehmen. Morgen sind wir im Yara Park, da nehme ich euch auch noch mit. Und deswegen müssen wir noch einiges vorbereiten. Mein Bruder kommt gleich noch. Wir haben Pizza bestellt mit seiner Freundin. Essen wir hier noch gemütlich Pizza. Und für den Yara Park müssen wir den ganzen Bollerwagen vorbereiten. Also die ganzen Snacks, Getränke schon mal vorbereiten. Wir wollen nämlich ganz, ganz früh los. Ich will Brei vorkochen für Elia, denn wenn wir dort sind, ist halt Mittagessenzeit und genau, dann koche ich einfach schon mal Brei vor. Ich habe halt überlegt, soll ich erst ein Gläschen mitnehmen, aber ich habe nur Fruchtgläschen hier und dann habe ich überlegt, ich kann auch einfach kochen und das mitnehmen. Also wäre Jacke wie Hose quasi, ne? Genau, das werde ich jetzt mal schnell erledigen. Ja, also wie gesagt, ich koche jetzt erstmal den Brei, mache ich mal ganz, ganz schnell im Thermomix, dann haben wir das nämlich schon mal abgehackt. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind auf dem Weg zum Yara Park, habe ich euch ja gestern schon gesagt. Ja, gestern war ja Geburtstag, habe ich ja nicht so viel gefilmt und jetzt sind wir unterwegs. Es ist jetzt 9.39 Uhr. Wir sind ganz gut in der Zeit. Wir wollten früh da sein, damit wir auch viel sehen dort, weil der Park ist riesig. Ja, sind jetzt auf der Autobahn und wir nehmen euch einfach so ein bisschen mit durch den Tag. Oh mein Gott, Mama. Was haben wir denn hier? Ein Nasenbär. Hast du, willst du runter, Schatz? Nicht streicheln, ja? Vorsicht. Warum darf man die nicht streicheln? Hallo! Hallo, Masi! Komm, wir gehen zu dem Pinguin. Pinguin! Komm, hast du den Bollerwagen? Achso. Pinguin! Ich habe Pinguine noch nie gesehen. Oder doch, ein paar Mal. Der ist ein bisschen im Schatten, liegt da. Ein bisschen im Schatten liegen. Warum nicht denn das? Aber da kann man auch irgendwas sehen, aber das war so gruselig. Ja, man kann unten das Wasser, das von der Pyramide. Wo sind die denn alle? Da ist einer. Ja, den habe ich gesehen, da hinten noch. Ist das ein Löwe? Danke. Klein, ne? Guck, Abla! Oh, Abel, da ist noch ein. Hallo? Abel, komm mal. Ich gehöre nicht zum Zoo. Oh, wieder rennen. Schön eine Seite raus. Und so eine Runde machen. Die rennen so. Na, Kian, da haben wir doch gesehen, wie man da rein. Alle tot.
wird als erstes schon. Gut. Ja, ich dachte mir, da ich jetzt die Tage wirklich immer nur so ein bisschen gefilmt habe, mache ich einfach mal so eine Art Wochenvlog draus und filme jetzt einfach mal so ein paar Tage. Und ja, wir sind gleich schon wieder on the road. Wow, mit den beiden Kleinen diesmal. Ja, wir werden so ein bisschen an der Schlachte spazieren gehen, vielleicht einen Cocktail trinken, alkoholfrei. Und da gibt es so leckere Pommes. Da hatte ich richtig Lust drauf, deswegen fahren wir da jetzt hin. Genießen den Sonntag. Elia ist auch schon bereit. Sie lag eben noch auf dem Bauch. Dia, bist du bereit? Ja, bereit. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Bist du auch bereit? Ja. Nee, Papa ist noch nicht bereit. Sein Haargel ist im Schuhschrank. Sein Parfümer. Ich sag ja, wir haben ein zu kleines Haus. Mein Haarspray auch. Wir haben ein zu kleines Haus. Und sein Deo. Einfach alles, damit du nicht nach oben rennen musst. Ein Ersatz. Ey, wo ist denn mein An? Wo ist denn mein Wachs? Und was ist das hier übrigens? Was ist das hier? Was ist das hier? Farbe. Ja. Wow. Wisst ihr, er hat jetzt, wir wohnen jetzt ein Jahr hier, er hat die Löcher hier zugemacht. Und jetzt liegt das da bestimmt auch nochmal ein Jahr. Genau. Genau. Die Löcher zu tun. Mhm. Ja, hier gibt es noch Luftballon vom Geburtstag. Ich weiß auch nicht, wann entfernt man sowas denn. Ist auch zu schade, um die irgendwie kaputt zu machen. Und teuer. Und teuer, ja. Und hier ist das Zara-Paket, das zeige ich euch später. So, wir waren ganz, ganz kurz heute an der Schlachte. Sind jetzt aber wieder zu Hause. Es hat dann angefangen zu regnen. Jetzt gibt's Nudeln. Schokozitrone. Was? Schokozitrone. Die Kinder haben irgendwie Hunger und wir haben nichts im Haus außer Nudeln. Und ich habe die selber gekocht. Die kochen. Ja, ist der. Hast du die Nudeln selber gemacht? Genau. Mhm. Ja, hast du? Ja, kannst du mir das Rezept verraten? Ja, also du brauchst heißes Wasser und Nudeln. Und Butter natürlich als erstes. Ja, so ein bisschen Butter, dann Wasser. Nee, da muss noch keine Butter rein. Ha. Was für Butter? Einfach nur Wasser. Ja, heißes kochendes Wasser und Nudeln, wenn ich. Und Nudeln. Ja. Und vielleicht Salz. Ja, richtig. Und natürlich Joghurt. Danach also kommt Joghurt drauf. Und natürlich auch so ein Holzlöffel. Richtig. Das ist das Rezept. So, die Spülmaschine stellen wir jetzt auch mal an. Ganz meine Nudeln. Yeah. Habe ich auch vorhin. Mein Spiegel. Hast du schon mehr gemacht? Ich habe andere. Oh mein Gott, ist sie da. Hat sie hier gesehen? Ja. Ja.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es geht weiter im Vlog. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen längerer Vlog oder mal gucken. Gestern hat die kleine Maus meine volle Aufmerksamkeit gebraucht und ich konnte nichts mehr filmen. Es ist auch in Ordnung, ne, mein Schatzi? Ja, das ist in Ordnung, ne, mein Schatzi? Ja, sie ist ganz schön mobil geworden, ne? Also sie fängt jetzt an zu krabbeln. Ja, sie kann sich auch ganz gut fortbewegen. Zwar manchmal nur rückwärts, aber sie bewegt sich fort. Und sie kann sich alleine hinsetzen. Also wirklich von der Bauchlage raus kann sie sich komplett hinsetzen. Auch wenn es, also sie braucht dann eine Weile für, aber sie macht es. Und ja, so sieht's aus. Ja. Motorisch ist die Kleine wirklich sehr, sehr flott. Ich bin gespannt, wann sie anfängt zu laufen. Es ist Montag und es ist super Wetter. Einkaufen steht heute noch an und ja, so der tägliche Wahnsinn, was halt so passiert. Ne? Und ihr seid mal wieder mit dabei. Milan und ich waren einkaufen, beziehungsweise Elia, Milan und ich. Sie isst jetzt hier gerade Wassermelone in diesem Fruchtsauger. Mag sie voll gerne. Und Milan durfte sich heute das Essen aussuchen. Und zwar gibt es Kartoffelpüree, Fischstäbchen und Rahmgemüse. Hat er sich gewünscht. Werde ich jetzt mal schnell zubereiten. Und dann ja, zeige ich euch mal die Reiseapotheke. Die habe ich schon fertig gemacht. Ich muss mal gucken, ob da auch alles drin ist. Wenn nicht, also ihr könnt mir ja sonst mal sagen, was jetzt noch fehlen würde. Also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt hier die Kartoffeln schnell zu Ende machen. Das ist eigentlich... Also, das Rezept für Kartoffelpüree ist jetzt hier für ein Kilo. Wenn ich einfach 2 Kilo reinmache. Oder soll ich lieber nacheinander kochen? Ich zeige euch jetzt mal unsere Reiseapotheke. Also, das Täschchen hier war dabei. Diese Tasche habe ich bei Amazon bestellt. Die kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Oh, die Spülmaschine, die geht ständig auf, wenn man dagegen kommt. Und man kann das nicht abstellen, diese Funktion. So, also. Hier habe ich einfach nur Pflaster drin und Ibuprofen für uns Erwachsene. Eine Zeckenzange habe ich hier drin und etwas gegen Herpes habe ich mitgenommen. Dann, ja, Tampons habe ich jetzt hier reingepackt. Dann habe ich einmal das hier, by the way, das ist bei Insektenstichen zur sofortigen Behandlung. Dann haben wir einmal diese Kappen hier, die sind nämlich für das Fieberthermometer. Wir haben nämlich das hier fürs Ohr, das kann ich auch sehr empfehlen. Einmal Fieber- und Schmerzsaft für ja, Elia, also ab 3 Monate. Und Zäpfchen für 2 bis 8 Jahre für Lia beispielsweise. Und da sind nochmal Zäpfchen ja, für Kinder ab 6 Monaten. Ja, Lia, Elia ist ja 5,5 Monate, dann passt das. Cetirizinsaft für Iscila, die hat immer so allergische Schübe. Wir wissen noch nicht, was sie hat. Es muss noch ein Allergietest gemacht werden. Ja, genau, da sind wir aber dran. Dann habe ich hier eine Wund- und Heilsalbe. Und ich habe hier einmal was gegen Durchfall. Ja, falls jemand Durchfall hat. Dann habe ich hier Vomex bei Übelkeit. Genau, Übelkeit und Erbrechen. Musste gerade selber nochmal gucken. Achso, ich musste gerade nochmal gucken. Das hier sind Vomex-Zäpfchen für Kinder ab... Achso, genau, 8 Kilo. Und dann habe ich hier einmal noch dieses, ja, diese Lösung in so einem Beutel. Das ist zum Beispiel auch bei Reiseübelkeit. Genau, und dann habe ich Phenistil-Gel. Einmal Brand- und Wundgel. Das sind so Sachen, die haben wir sowieso immer in unserer Hausapotheke. Etwas gegen Aften, weil Milan da immer was zu kämpfen hat. Dann gegen gereizte Augen, wegen Iscila halt, wegen ihrer ja, Allergie. Sie hat immer so rote Augen dann. Und einmal ein Kindernasenspray. So, ich glaube, so für die Notfälle sind wir gewappnet.
ja, wenn die Großen jetzt Fieber kriegen sollten, habe ich jetzt nichts extra da. Ob sie jetzt dann auch, ob der Saft dann jetzt was bringt für die Großen, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber eigentlich doch, 10 bis 12 Jahre. Doch, dann passt das wieder. Dann brauche ich da nichts extra holen. Ja, das war's. Also falls ihr noch irgendwie was habt, wo ihr denkt, oh, das musst du noch mitnehmen, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich wollte euch aber auch nochmal die Zara-Bestellung zeigen. Da habe ich jetzt für Elia Sachen mitgenommen aus dem Sale. Das fand ich richtig süß. Einmal das hier. Dann kurze Hosen. Diese hier aus Musselin, auch voll schön. Und einmal diese hier. Das war alles im Sale. Ich weiß nicht, wie teuer, aber das waren recht günstig, waren die Sachen. Dann nochmal hier diesen Einteiler, auch super süß, auch hier hinten hier so gekreuzt. Sehr, sehr, sehr schön mit den Palmen. Passt zum Urlaub. Dann einmal diesen Einteiler. Auch mega süß. Dann einmal diesen Zweiteiler mit so einem Höschen und dieses Kleidchen oder Oberteil, wie auch immer. Dann einfach Basic T-Shirts. Das hier und einmal in einem, ja, so ein ganz weißes ist es ja auch nicht, aber ja, so halt. Dann habe ich für Lia Kleider mitgenommen. Das fand ich auch so schön, das Kleid. Richtig, richtig schön. Also das und einmal so ein, ja, ganz leichtes Jeanskleid, auch richtig schön. Bei Lia ist das Gute, das kann alles Elia später auch anziehen, das, ja, denke, wird dann noch nach dem Sommer im guten Zustand sein, ne? So oft wird sie es, glaube ich, nicht tragen. Und dann habe ich für Elia noch einmal diese Jacke mitgenommen, schon für den Herbst. Das ist schon Größe 74. Sie hat im Moment aktuell 68. Und zwei richtig süße Tops, so Trägertops. Wie niedlich sind die denn? In so rosa und in weiß. Richtig süß. Guck mal, deins ist hier. Ich habe für dich zwei neue Kleider geholt. Einmal das. Meine? Mhm. Guck mal, da habe ich. Und einmal das hier, warte. Oh, guck mal, das. Danke. Bitte. Abo. Schön? Abo. Gesemme, Gesemme. Gesemme? Was? Gesemme. Schön hier? Ja. Mhm. Hat Mama gut gekauft? Ja. Ja, und da haben wir eben von Allergie geredet, hier bei Isila. Und letztens, was war nochmal? Du warst im Freibad und hast einen warmen Kakao getrunken, ne? Und deine ganze, deine ganze Zunge war voller Punkte. Meine ganze Zunge, mein ganzer Mund. Der war... Alles, also meine Zunge war mit der weißen Punkten vorne. Ja. Und mein ganzer Mund hat gebrannt. Genau. Und da haben wir schon so gedacht, ob das wirklich daran lag, dass der Kakao warm war. Aber jetzt... hat sie sich gerade so einen Tassenkuchen gemacht und da ist ein Löffel Kakao drin. Und jetzt hat sie gesagt... Mein Mund brennt. Und der Mund brennt, ja. Dann scheinst du auf Kakao zu reagieren. Morgen Kindergarten und sie gleich. Oh, das weiß sie? Nee. Das ist neu. Das muss Mama erstmal waschen. Okay. Ja? Oh, du bist so süß. Ui. Die beiden Süßen. Ja, das heißt, Isila, für dich gibt es leider keinen Kakao mehr. Sieht so süß. Und Kian? Ach, du bist Nakida. Die zeige ich nicht. Keine Angst. Hm? So, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe natürlich, dass der Vlog euch gefallen hat. So, wir gehen jetzt alle ins Bett. Ich muss mich noch abschminken und dann geht's in die Haia für uns. Aber wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis bald. Tschüss.